Oh, nicht gut bei ihr. The Expedition is doomed. Ich hoffe nicht. Wollte eigentlich schön viel Gold hier rausholen und Level-Ups für Helden. So, zieh mal den da ran. Danke. Du entstresst. Oh. So, du zerhackst bist jetzt. Na, 9 bis 17 ist unwahrscheinlich, aber. Warum weicht der alle so viel aus? Das ist eine Dreier-Mission, verdammt. Wir haben Max-Skill und Ausrüstung und überhaupt. Muss gleich schon wieder kampieren, nur wegen ihr. Weil ich will nicht den Rest der Mission mit dem kreischenden etwas verbringen, was die Moral runterzieht. Ja. Jetzt mach ihn weg. So. Okay. Na also, wenn schon, denn schon. Hm? Entstressen, entstressen, entstressen. Immer mehr entstressen. Den klopfen wir ein bisschen weich, aber werden wir nicht töten. Ich hätte gerne noch eine Runde entstressen. Du könntest dann. Jo. So, nochmal entstressen. Dann sieht das ja schon fast wieder okay aus. Weil ich hätte eigentlich ganz gerne das letzte Lagerfeuer für, ne? Entstressen vor dem Verlassen des Dungeons. Aber ich denke, das ist utopisch. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? So, weiter. Das da wollte ich mir kurz angucken. Ja? Achso, muss wieder zurück. Stopp, 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 stopp. Ein bisschen Stress ist okay. Das da wollte ich mir kurz angucken. Ja. Die Fackel kann da drin bleiben. Da will ich nicht den extra Stress für eventuelles Rückwärtsgehen in Kauf nehmen. Ja, das passt. Gerade noch. Surprise! Ich habe extra deinen doofen Skill da genommen. Komm schon. Also er stand mal wieder falsch. Keine Überraschung. Komm schon. Hack. Mit einem Punkt nicht weg. Komm, bring du das zu Ende. Herr Gott, Blitzbauer. Ja, einfach so drauf. Ist okay. Du machst sie weg. Gut. Und tu ihn. Ja, ist doch alles gut. Oh, Rubine. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Brauche ich noch 8 Fackeln? Ja, Bilder will ich hier nicht mitnehmen. So, du geh nach vorne. Bleib da vorne, verdammt. So. Der Raum ist leer, also muss ich nicht vor Fackeln anschmeißen. Ist okay. Oh, was haben wir da Schönes? Ein Kampfraum. Noch ein Kampfraum. Ich denke, ich gehe mal lang. Bücher werden ignoriert. Falle wird von ihm entschärft. Wir haben zu viel Essen, echt. Aber ich bin da, ich weiß, eher vorsichtig. Gebe ein bisschen mehr Geld aus. Und bisher hat es eigentlich auch einigermaßen geklappt. So. Komm jetzt, Surprise. Wir müssen ein ernstes Wörtchen reden, Cole.
hältst uns da beim Kampieren auf, verbrauchst wichtige Punkte und dann gibt's nicht mal was am Ende dafür. Blitzdings ihn. Jo. Und du stunst den da. Kritisch. Jo. Darfst nichts machen, diese Runde. Edge-Badge. Schade, ihn hätte ich ganz gerne aus dem Weg geräumt. Oh. Geht. So. Heilen? Nee, komm, heilen wird überbewertet. Blitzdingsen. Sollte hier echt mehr Damage Trinkets geben und keine Heiltrinkets bei den Dreier-Missionen. Hier, 18 Prot weniger, das klingt gut. Oder an dem kaum eine Weile. Schaden wird schön verteilt auf unsere Helden, so muss es sein. Einmal in Stressen statt vorwärts stürmen. Klingt nicht schlecht, ja. Vielleicht auch noch zwei, dreimal in Stressen statt vorwärts stürmen. So wird das nichts mit dem Menschen stressen. Goll. Oh. Das sollte was wert sein. So. Gold. Essen. Back here. Oh, crap. Gut. Kein Kampfraum. Oh. Ich muss jetzt also noch drei Kämpfe machen, nur um diesen einen Raum da abzuschließen. Und da unten sind auch noch zwei Kämpfe. Ja gut, machen wir das Nervige zuerst. A fortune waiting to be spent. Jetzt kann ich ja die Fackeln aber weg. Ja, das sollte hinhauen. So. Jetzt kommt ein Kampf, also dich wieder nach vorne. Hallo? Da. Immer noch kein Surprise. Nein, nicht ihn, er muss finalisieren. Und es ist nur ein stinkmaler Trash-Überfall, ne? Zwischen den Gängen. Du stunst den, weil ich keinen Bock habe auf noch einen Haul. Okay. Du darfst endlich dein Finale machen. Machst aber kaum Schaden. Weil du die falschen Ringe noch drin hast. Könnte sein, hm? Hätte ihn nehmen sollen. Hack. A singular strike. Weg. Und ja, da kommt doch mal eine Gruppenheilung. Weil sie kriegt die nicht da mit einem Schlag. Ein sehr geringer Stun Resist. Das nutzen wir doch mal aus. Stress bitte sie. Und du haust einfach drauf, ja. Quietsch. Horror.
es bleibt alles da, was ist. So, leerer Raum. Ich werde kampieren. Oder? Da hätte ich mindestens noch zwei Kämpfe, wo Stress aufgebaut werden könnte, die ich dann zahlen muss. Ne, komm, weiter. Also, ein einfacher, leichter, schöner Gangkampf jetzt. Baden vergessen. So. Blitzdings. Komm. Danke. Danke, danke, danke. Ein von euch weg. Ein von euch weg. Schöner Krieg. Bitte noch eher. Du machst lieber Stress weg. Du stunst ihn und ziehst ihn hoffentlich damit auch gleichzeitig ran. Jo. Rauf. Könnte es ihn finishen, aber werde ich nicht. Stattdessen werde ich heilen und nächste Runde mit dem Baden noch einmal entstressen. Das könnte ich jetzt theoretisch auch noch ein, zwei Runden so weiterspielen, aber es ist so ein bisschen cheesy, deswegen mache ich das meistens nur einmal extra und dann ne, passt das schon irgendwie. So. Hier, oh, da bräuchte ich nur die Kräuter, die ich weggeschmissen habe. Na, probier du mal. Kichernderweise ein paar Sachen zusammenpumpen, aber ist nichts passiert. Oh. Und kämpfe an. Ah, ich mach das nicht absichtlich. Das ist wie beim Hundekuchen. Ich will doch nur spielen. Ich will mich nicht konzentrieren müssen auf den ganzen kleinen Kram. Aber das muss ich. Gerade bei den 5er Missionen geht das nicht. Also hier wird es ja noch verziehen. Aber in den 5er, 6er Missionen da ist das einfach nur tot. Schade. Du stun den. Doch, wir könnten ihn auch stunnen. Und wir können ja noch Blitzdingsen. Und töten. Ja, töten klingt gut. So, du Finale mit deinen falschen Ringen. Viel zu wenig Schaden. Boah, 71 Stress. Da könnte jetzt ein bisschen Stress runtergehen, aber nicht genug. So, alles. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Das sind 2000 insgesamt, ja, 500 mehr als ein Goldstack. Wenn ich dich jetzt nutze, ich kapiere erstmal. Kapier, kapier, kapier. So, Max. Hoffen, dass ich in den zwei Räumen nicht mehr vorher essen muss. Du sorgst dafür, dass alle 20 weniger bekommen, einer 20 mehr. Mockery auf den. Dann alle Companions. Minus 15.
Denn es sind noch die beiden bei über 13. Das heißt, das kann er dann wegklimpern. Und dann Self-Buff, so. Ja, Must. Aber ich kann mir die Trinkets ein bisschen ummodeln. Kann ich? Ganz kurz muss ich mal das nehmen. Du hast das Untotenteil. Dann nimmst du jetzt das, sodass du wenigstens 25% extra Schaden machst, wenn du dein Finale von dir lässt. Das kann er nicht nehmen. Naja. Okay. Das ist aber schon mal eine kleine Verbesserung. Dann machst du bitte hier Accuracy auf dich, damit du mit dem Finale auch triffst. Und du machst das für dich. Dann haben wir keine Punkte mehr. Okay. So, das Ding da. Red Hook. Erstmal das. Damit wir wenigstens eine Sache nicht vergessen. Red Hook konnte, ich glaube, mehrere Sachen machen. Nur dekorativ. Ja, gut. Okay. Den halt nicht. Und wir tappen jetzt den ganzen Weg zurück. Idealerweise ohne Hunger zu bekommen. Dann haben wir zwei Raumkämpfe und vermutlich dann die Mission abgeschlossen. Zwischendurch können wir es noch entstressen bei den Fallen. Das wird dem Baden ganz gut gefallen. Da. Kalik. Gut. Nur so für den Fall Essen finden. Wäre schön. Kampf. Immer noch kein Surprise. Finale auf dich. Ja, eigentlich wollte ich dich nehmen, aber du warst zu weit weg. Hol mich doch mal ran. Den dicken zumindest. Ja, ein bisschen rumbumpen ist in Ordnung. Jo. Du kannst einen davon auf jeden Fall töten. Kannst du vielleicht beide gleichzeitig töten? Nein. Step. Ja, und egal wer dran ist, der kann immer einen töten. Deine Bump musst du noch haben. Aber Nicole ist gut am Ausweichen. Mach lieber eine Gruppenheilung. Durch das Hungern haben wir alle Schaden bekommen. Was haben wir da? Das müsste auch so 1500 wert sein. So. Einmal noch entstressen mit dem Baden, der verdammt noch vorne steht. Und letzter Kampf. Dann haben wir gut was nach Hause geschleppt, würde ich sagen. Ja. Licht. Da bräuchte ich ein heiliges Wasser, das ich nicht habe. Das will ich nicht riskieren. Also einfach rein. Töten und raus. Du machst zu wenig Schaden. Ich hab eine Idee. Wir holen dich mal einen Dicken nach vorne, damit du sie finalisieren kannst. Kein Snack. Bade. Danke. Weg mit dem Stresser. Haben wir nur noch Stunner, Bluter und Bluter. Ja, und hin und her schubst du auch noch, aber
das klappt nicht so wirklich häufig bei denen. Da mache ich mir nicht so die Sorgen. Hack. Gott. Da wir jetzt kein Kampierholz mehr haben, sollte der Barde daran arbeiten, dass die hier maximal 2 Balken haben an Stress, bevor wir die Mission beenden. Also nach diesem Kampf. Da ist schon mal okay.